Herzlich willkommen zum Lacktausch. Ja, wir machen mal wieder hier einen Live-Kommentar während des Rennens und unterwegs sind wir auf Dragon Trail Seaside im sonnigen Kroatien. Ausgesucht habe ich mir für das heutige Rennen den Bugatti Veyron. Da bin ich, glaube ich, hier in dieser Gruppe der Einzige. Der hat halt ein richtig gutes Topspeed. Und ich hoffe, zumindest damit einen gewissen Vorteil gegenüber den anderen Fahrern zu haben. Wenn es schon nicht das fahrerische Geschick ist, dann doch zumindest der Topspeed des eigenen Wagens. Also schauen wir mal, was das Rennen hier für uns bereithält. Man muss ein bisschen shortshiften mit dem Wagen hier. Und schon macht sich die überlegene Geschwindigkeit dieses Fahrzeugs hier bemerkbar. Wir schließen gut auf den Cayman vor uns und können hier schon zum Überholmanöver ansetzen. Aber wir gehen es natürlich ruhig an, ist die erste Runde. Da muss man jetzt nichts überstürzen. Der Wagen tendiert leider ein wenig zum Untersteuern. Das könnte sich hier noch rächen. Aber schauen wir mal. Noch nicht zu viele böse Vorahnungen hier heraufbeschwören. Wir befinden uns immerhin in der Fahrerwertungsgruppe B. Und da tue ich mich dann doch erfahrungsgemäß etwas schwerer. Das ist nicht mehr der Kindergarten hier aus Gruppe C. Hier fahren schon die großen Jungs. Und da tue ich mich mitunter etwas schwer mitzuhalten. Wie ihr auch an meinem Startplatz hier erkennen könnt. Ja, da gehen wir gleich ein bisschen tief rein hier. Aber nicht ganz so tief wie der Mitstreiter. Insofern können wir hier zumindest einen Platz mal abstauben. Jetzt wird sich zeigen, was wir gelernt haben. Ja, das haben wir mal so gerade noch verhindern können. Aber das hat uns natürlich massiv Zeit gekostet. Das war mal so richtig schlecht genommen hier, die Todesschikane. Überragend schlecht, möchte ich meinen. Aber immerhin Platz 13 von 15 mittlerweile. Jetzt geht auch schon der erste an die Box, damit, ja, sogar die ersten zwei. Damit sind wir auf Platz 11 von 15. Davon können wir uns aber natürlich herzlich wenig kaufen. Die werden uns dann wieder zurück überholen, wenn wir unsererseits in die Box gehen. Sofern wir hier nicht jetzt ordentlich was rausfahren können. Ah, das sieht doch schon mal ganz gut aus für uns. Zurück in den vierten, sonst kriegen wir diese Kurve nicht. Da lenkt er sich nämlich wie ein LKW, der Veyron. Und immer schön früh hochschalten. Ja, zweite Runde. Noch, würde ich sagen, gehen wir nicht an die Box. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Und auch diese Kombination, wenn man hier den Eingang nicht richtig erwischt, kann man es eigentlich schon vergessen. Aber jetzt sind wir ganz gut rausgekommen und können hier wieder die überlegene Höchstgeschwindigkeit des Veyron ausspielen. Aber wir verbremsen uns abermals. Nicht so gut gelaufen. Vielleicht kriegen wir aber diesmal die Todesschikane etwas besser gefahren. Da dürfen wir gespannt sein. Oh, 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 schon bevor es überhaupt ernst wird, schlagen wir hier in die Leitplanke ein. Ach Mensch. Es ist ziemlich unsouverän gemacht, würde ich sagen. Also, ihr könnt bei mir wie immer und wie so oft lernen, wie man es nicht machen sollte. Das Einzige, was ich vermitteln kann, ist, bleibt locker, habt Spaß, nehmt es nicht zu ernst, ärgert euch nicht, wenn was schief geht. So, das sind so die einzigen Lektionen, die ich mitgeben kann. Das Fahrerische, das schaut ihr euch besser woanders ab. Nicht unbedingt von mir. Auch hier wieder massives Untersteuern. Und dann schaltet man ein bisschen zu spät. Auch das kostet Zeit.
wieder runter in den vierten, wie vorhin ja schon beschrieben. Auch hier, er untersteuert einfach dolle, lenkt sich wie ein 7,5-Tonner. Und hier muss man eben sehen, dass man ordentlich Schwung rausnimmt. Gerne auch zu langsam erstmal reingehen, dann kann man aber immerhin gut rausbeschleunigen aus dieser Kombination. Wir sind immerhin auf Platz 7 und wieder einmal gehen wir ein bisschen zu tief rein. Nö, eigentlich nicht. Diesmal war es ganz gut. Die Hinterleute machen aber Druck. Und zwar nicht so schlecht. Früh vom Gas. Und sicher die Todesschikane gefahren. Aber der Hintermann konnte das schneller fahren. Es fehlt uns einfach an Pace auf dieser Strecke. Schon geben wir wieder einen Platz ab. Aber jetzt haben wir immerhin Windschatten. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Ist ja auch was ganz Schönes. Und ihr seht schon, der Veyron, der kommt mit ordentlich Geschwindigkeitsüberschuss hier. Da können wir tatsächlich einmal kurz überholen, das war es dann aber auch schon. Oh, den Hintermann hat es wohl irgendwie rausgetragen. Da waren wir aber nicht... Oh, nee, der war doch noch da. Entschuldigung. Da kam es dann tatsächlich... Ei, zum Kontakt. Ja, ist der denn wirklich so sauer jetzt? Und wir sind komplett in den falschen Gängen unterwegs hier. Eieieiei. Nicht gut. Gar nicht gut. All diese kleinen Flüchtigkeitsfehler, die summieren sich natürlich zu einer richtig schlechten Gesamtleistung. Aber wie gesagt, Hauptsache Spaß. Wollen wir mal sehen, was sich jetzt hier vor uns ereignen wird, wieder mal in der Todesschikane. Vielleicht kommen wir ja einigermaßen glatt durch diesmal. Ja, gelbe Flagge ist schon mal eine gute Sache. Oh nein! Ja Mensch! Ja, das war höchst unnötig. Höchst unnötig, ordentlich Schaden. Die Front ist komplett kaputt, beide Radaufhängungen haben ordentlich was mitbekommen. Dann ist doch ein guter Zeitpunkt, hier mal an die Box zu gehen, um das Ganze beheben zu lassen. Ja, wechseln wir einfach mal die Reifen. Keine Ahnung, kostet zusätzlich Zeit, aber ganz ehrlich, bei dem, was ich hier auf der Strecke an Zeit liegen lasse, da kann das eigentlich nicht allzu schlimm sein. Zack, zack. Ganz schnell geht das. Und wieder runter und rauf auf die Strecke. Der Wagen sieht schon ordentlich mitgenommen aus. Das tut mir richtig leid. In Realität wäre es natürlich nur noch ein Klumpen Altmetall. Zumindest da ist Gran Turismo 7 einigermaßen rücksichtsvoll. Und erspart uns diesen Anblick. Ja, letzter Platz aktuell. Es ist aber noch nicht mal die Hälfte des Rennens gefahren. Wir haben also noch ordentlich Zeit. Weiter zurückfallen können wir nicht. Aber wir können das Beste versuchen, draus zu machen. Und hier möglichst sicher durchfahren, ohne großartige Fehler. Aber man sieht auch schon, wir verlieren ordentlich Anschluss an den Vordermann, also an den vorletzten wohlgemerkt. Es fehlt einfach noch an Pace auf dieser Strecke. Hat man ja auch an der Quali-Zeit gesehen. 1,48 irgendwas, wir waren eine Sekunde schlechter als der vorletzte.
was die Qualizeit anbelangt. Das ist natürlich jetzt kein Ruhmesblatt. So, immer schön früh hochschalten, aber jetzt viel zu spät gebremst. Obwohl, den Bremspunkt merke ich mir vielleicht mal. Der war gar nicht so schlecht. Nehmen wir hier mal wieder den Körper zwischen die Räder. Das mache ich irgendwie immer ganz gern. Auch wenn es mir jetzt bei meiner Geschwindigkeit aktuell so gar nichts bringt. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Da kommt mal ein Millifizimeter zu weit nach rechts beim Anfahren auf diese Kurve. Und schon gibt's den kompletten, totalen Todesabflug hier. Nun denn. Und ist mal erstmal aus dem Rhythmus. Dann ist die Sache im Prinzip komplett erledigt. Ja, ich fürchte, das ist dann erstmal doch wieder unser Abstieg aus der Gruppe C. B. Ganz so schlimm ist es doch noch nicht. Unser Abstieg aus der Gruppe B. Das nächste Rennen werden wir wieder in der Wertungsgruppe C unterwegs sein. Und das ist vielleicht auch erstmal ganz gut so. Denn hier in B können wir einfach noch nicht mithalten. Das ist schon jetzt ziemlich offenkundig geworden. Aber gut, ich meine, mit solchen massiven Fehlern hält man in keiner Gruppe so richtig mit. Da ist man natürlich überall raus. So, vom Gas gehen und jetzt versuchen, einigermaßen hier durch die Todesschikane zu kommen. War immer noch nicht gut, gebe ich zu. So, ja. Ich bin jetzt nicht so ganz zufrieden. Die richtige Linie für die letzte Kurve habe ich auch noch nicht gefunden. Oh, aber hier nochmal. Den Körper zwischen die Räder nehmen. Das ist die Hauptsache. Das habe ich bei den schnellen Qualifikanten gesehen und deswegen mache ich das einfach auch. Vielleicht macht mich das ja schneller. Nein, leider nicht. So wie ich aus der letzten Kurve rauskomme, bringt es mir gar nichts, da über den Körper zu fahren. So, ja, ein bisschen müssen wir das Ganze hier noch durchleiden. Runter in den vierten, damit wir auch die Kurve kriegen. Runter in den zweiten, ganz eng in den Scheitelpunkt tauchen. Und raus beschleunigen. Bergab kann man noch ein bisschen früher schalten. Und wieder zurück in den vierten, damit es uns hier nicht zu weit rausträgt. Und wir jetzt ordentlich Schwung sammeln können für den Ausgang dieser Kurvenkombination. Oh, das war diesmal ganz gut geglückt. Ja, man muss sich halt auch immer so ein bisschen nach Streckenabschnitt verbessern. Da merkt man, man lässt in dem einen Abschnitt ein bisschen was liegen, dann muss man sich den halt nochmal vornehmen. Dann den nächsten und so weiter und so fort. Und das Ganze beim Rennen zu machen, ist natürlich auch nicht ideal. Ja... War das jetzt besser als vorhin? Boah. Ein Müh. Oh, der Hubschrauber ist aber ambitioniert unterwegs. Dann möchte jemand ein bisschen angeben. So, wir kommen gleich in Runde 8. Und dann haben wir noch 3 Runden hier zu überstehen. Aber ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier erzählen soll. Es tut sich ja nichts auf der Strecke vor uns. Wir können eigentlich nur darauf hoffen, dass andere Fahrer jetzt noch rausscheiden und Rage quitten.
weil sie an der Todesschikane scheitern, so wie ich. Aber ich bin ja nicht nur an der Todesschikane gescheitert, da gibt es ja ein paar Kurven. Schon die erste Kurve, da bin ich auch gescheitert und habe mich direkt mal gedreht. Das war ja im Grunde der Anfang allen Übels. So, hier haben wir wieder ganz gut Tempo eigentlich mitnehmen können. Es reicht halt leider nur nicht, um den Anschluss an die Vorderleute wiederzufinden. Da scheint mir Hopfen und Malz verloren. Aber solange wir nicht Rage quitten, ist der Schaden überschaubar. Wie gesagt, wir waren ja so gerade erst in die Wertungsgruppe B aufgestiegen. Insofern werden wir da jetzt auch wieder absteigen. Aber davon war ja auch nicht auszugehen, dass wir uns hier direkt festsetzen würden. Zumindest war ich jetzt nicht davon ausgegangen. Der Dragon Trail Seaside ist halt auch eine gefährliche Strecke. Ich mag sie eigentlich ganz gerne, aber heute werden wir hier irgendwie keine Freunde. Zwei Runden sind noch zu fahren übrigens, kleiner Zwischenstand. Und ich mag das Interieur des Veyron sehr gerne. Man hat diesen riesigen Rückspiegel in einer sehr guten Position hier im Lenkrad direkt. Das gibt einem viel Übersicht. Finde ich schon mal sehr, sehr gut an dem Wagen. Ansonsten, ja, ich mag eigentlich auch die untersteuernden Fahrzeuge etwas lieber als die übersteuernden. Aber das ist schon ein bisschen heftig hier mit dem Veyron. Es ist mir schon ein bisschen zu viel untersteuern. Oh, da hätte ich den Körb vielleicht auch nicht ganz so satt mitnehmen dürfen. Aber trotzdem gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Man muss sich ja auch selber dann wieder ein bisschen aufbauen, wenn es so schlecht läuft. Ein bisschen Zuspruch geben, anfeuern. Eieieiei. Wie der Trainer eines Abstiegskandidaten muss man dann auch die Dinge mal ein bisschen schönreden. Ja, eigentlich hatte ich nur ein bisschen Pech in der ersten Kurve beim Anbremsen. Na, ein bisschen weit rausgekommen. Ja, das ist ja jetzt nichts Entscheidendes. Ja, dann hatte ich noch mal ein bisschen Pech in der Todesschikane. Ja, dann ist so ein Rennen natürlich schon gelaufen. Eigentlich gehören wir ja ganz woanders hin. Wenn dann auch mal das Glück mitspielt, können wir auch oben und vorne mitspielen. Gar kein Problem. Ja, ganz so ist es mit Sicherheit nicht. Aber es ist vielleicht auch nicht so schlimm, wie es jetzt gerade aussieht. Also so ein paar Durchhalteparolen, ein paar Euphemismen kann man sich dann selber auch schon mal zuschustern. Und die beste Nachricht des Rennens, wir sind in der letzten Runde. Das ist doch hervorragend. Das freut mich fast so wie eine Podiumsplatzierung. Wir haben es bald hinter uns. Und vielleicht auch sogar noch ohne größere Unfälle. Ich meine, besonders schnell muss ich ja jetzt nicht mehr fahren. Sondern einfach nur möglichst fehlerfrei. Ja, und schon setze ich es um. Ne? Sage, besonders schnell muss ich jetzt nicht mehr fahren. Und direkt setze ich das um und fahre mal besonders langsam aus der Kurvenkombination raus. So, so. Fünfter Gang. Und jetzt nicht so schlenkern hier. Zu spät eingelenkt und aber gerade noch durch. Trotzdem nicht so schnell, wie es sein dürfte und könnte. Aber gut, wir haben es gleich geschafft. Der Hubschrauber macht wieder seine Show. Wir können hingegen nicht beeindrucken.
weder mit der Platzierung noch mit der fahrerischen Leistung. Es ist der letzte Platz am Ende. Oh, dann ist es aber sogar der vorletzte. Und das können wir feiern. Da hat jemand seinen Boxenstopp nicht gemacht. Wir sind nicht letzter geworden. Das ist ein Grund, sich hier beslow klappen zu lassen von unserem Teamchef. Und ja, mit diesem Erfolg und 4 gewonnenen Positionen entlasse ich euch wie immer in die Nacht. Macht es gut, bis bald und tschüss.